Hallo, mein Name ist Oliver Güth und ich bin Sport- und Lifestyle-Fotograf hier aus Köln. Wir waren jetzt die letzten zwei Tage mit Tamra unterwegs gewesen, auf zwei verschiedene Laufbahnen bzw. in zwei Stadien. Und mit dabei hatten wir ein neues Objektiv natürlich und das war das 150-500 für Sony E-Mount. Durch die gummierte Streulichtblende, die ich jetzt das erste Mal am Objektiv überhaupt hatte, musste ich einfach keine Sorgen mehr machen, dass die Streulichtblende komplett zerkratzt. Denn gerade als Sport-, als Lifestyle-Fotograf stelle ich die Kamera einfach sehr gerne mal hochkant hin, sodass ich mir einfach immer schnell und easy greifen kann. Das Konzept war klar, wir wollten zwei Sportler haben auf zwei verschiedenen Stadien, in zwei verschiedenen Bahnen, mit unterschiedlichen Farben, um da einfach eine gewisse Vielseitigkeit reinzukriegen. Gerade wenn der Sportler einfach auf dich zurennt, du fängst bei 500 mm an, beim Startpunkt, der läuft auf dich zu, du kannst von 500 in einer Brennweite auf 150 runtergehen, hilft natürlich auch extrem. Denn früher musste ich teilweise die Bodies einfach wechseln, wo ich einfach wertvolle Sekunden verloren habe. Das konnte ich diesmal alles mit dieser einen Brennweite abdecken. Der Autofokus und die Abbildungsleistung, die damit verbundene Schärfe, war wirklich immer on point. Und das sieht man auch einfach an den Ergebnissen. Bei der ersten Sichtung der Bilder ist mir einfach aufgefallen, die einzelnen Haare und die Poren konnte ich wirklich sehen. Ich konnte wirklich reinzoomen auf 200%, auf 100% und die Schärfe war immer da. Und genau das bei so einem Shooting wie heute, das man teilweise nicht wiederholen kann, aufgrund des Wetters, des Sportlers etc., ist das einfach enorm wichtig für mich. Wir wollten natürlich heute eine gewisse Dynamik zeigen hier. Die Sportler in ihren einzelnen Situationen und die sollten natürlich perfekt eingefroren sein, um diesen Olympia-Flair so ein bisschen rüberzukriegen. Das haben wir unter anderem gehabt beim Hochsprung, wo er gerade im Hohlkreuz oder der Messlatte ist. Das ist auch nur ein Bruchteil einer Sekunde. Genauso wie im Sand, wo der Sprinter bzw. der Läufer, der Weitspringer, quasi von der Sandgrube aus vom Sprungbrett abspringt bis zur Landung und dann dieser Bruchteil, dieser Millibruchteil einer Sekunde, wo er quasi in den Sand eintaucht, wo der Sand wirklich spritzt. Das sind für mich genau diese actionreichen Bilder, die ich genau suchte.
Fahrt zu dem Objektiv bei dieser Brennweite 150 bis 500 mm und das in dieser kompakten Bauform und bei dieser Schärfeleistung mit dieser Vergütung und einfach mit dem Autofokus, der immer on point ist, ist es auf jeden Fall mein Fotorucksack.